Moin Leute, hier ist wieder euer Isle of Cookies und herzlich willkommen zu einer weiteren Nuke. Und heute ist mal die Farmers dran. Ja, wir gehen halt die ganze Liste so runter. Und ihr seht das wahrscheinlich schon, das ist in 4 Delta One erspielt. Nicht auf den originalen Servern von MW2, sondern ja, auf 4 Delta One. Finde ich einfach viel geiler. Erstens, ich habe sehr viele Probleme beim Live-Aufnehmen. Mein PC spackt da so rum. Es laggt zwischendurch, ich krieg FPS-Drops bis zum geht nicht mehr und 4 Delta One ist ein eingebauter Kinomodus. Das heißt, ich kann das danach abfilmen und dann laggt es halt nicht, wenn ich dann halt selbst zocke. Deswegen viel geil, richtig geil, dass jemand sowas gemacht hat und ich werde mir da auch einen eigenen Server zulegen. So ein 18-Mann-Domination-Server, alle Maps und ohne Noobtube und sowas. Werde ich aber später noch was dazu sagen und ja, ist halt ja eine ganz normale Nuke in 2 Minuten oder sowas. Und ja, da ich das letzte Mal Nuke im Gameplay gesagt habe, waren ja die ganzen Leute, oh, das ist Nuke. Und ich habe immer Nuke gesagt und das liegt einfach daran von unserem Bekannten, der Hund heißt Nuke. Und ich habe mir das irgendwie so, keine Ahnung, ich sag das seitdem, die den Hund haben und der Nuke heißt, sage ich auch immer in MW2, yo, lass mal eine Nuke machen oder sowas. Aber es heißt ja Nuke da wegen dem U. Ich versuch's in den nächsten Commentaries so zu sagen, wenn es nicht klappen sollte, also wenn es nicht immer klappen sollte, schuldige. Aber nun ja, auf jeden Fall, wer meine Livestreams am Wochenende, beziehungsweise, ja, so, ja, meine Facebook-Post verfolgt hat, ich habe den 50-Mob-Stream leider abgebrochen, weil, keine Ahnung, es lag einfach daran, ich wurde selbst gekickt mit diesem Host-Tool, ich benutze es auch, aber ich benutze es meistens nur für FMG, Attentäter, Camper oder Lord Tourette und dieser Mr. Toxic, die mir immer nachjoinen. Ich kick keine guten Spieler, Leute. Das habe ich so oft in den Chat gelesen, dass ich gute Spieler kick. Ich kick nur die Leute, die mit Attentäter und FMG Akimbos rumlaufen oder nur in der Ecke hocken. Weil das ist ein bisschen scheiße und das sind alles nur Session-Joiner, die ich schon immer kenne und die immer nachjoinen. So, und dann wurde ich halt immer gekickt auf Mobstreak und dann wurde ich noch die Doors. Das heißt, so viel Internet-Traffic wurde mir zugeschickt auf meinen Router, deswegen musste ich den leider abbrechen. Ich versuche jetzt, ich habe mir jetzt extra ein Programm gekauft, dass mich man nicht mehr DDoSen kann. Und ich versuche das mal in den nächsten Tagen wieder normal zu streamen. Ich teste es einfach aus. Und ja, das ist jetzt auch wieder nur ein kleines Commentary. Ich versuche in den nächsten Tagen mal ein ganz langes Commentary rauszuhauen, wo ich nochmal alles drum und dran erkläre. So, ich bin jetzt weiter Mathe lernen, morgen ist die letzte Prüfung und danach gibt's erstmal, ich denke mal, weitere Streams und sowas und neue Videos, mal wieder mehr Videos und nicht nur ein Video pro Woche oder sowas. Auf jeden Fall, das wird wieder von mir gewesen sein. Ich bin raus, Leute, haut da rein!